Hey ho und willkommen zu einem weiteren Regenbogen 6 Weihnachtsvideo. Es ist wieder soweit, wir haben den 24. Dezember, das heißt für mich ist heute Abend Weihnachtsabend. Erstmal vorweg natürlich, deswegen frohe Weihnachten an alle, die Weihnachten feiern und an alle, die keinen Weihnachten feiern, natürlich frohe freie Zeit, weil zumindest in Deutschland müssten, glaube ich, die meisten frei haben. Wir gehen jetzt wieder rein und öffnen meine Packs. Ihr seht, 171 Packs habe ich jetzt über die letzten paar, über das letzte Jahr actually angesammelt. Die Event-Packs, die sind außer der Reihe. Die sind nicht drin. Wir haben Freeze for All, habe ich schon alle. Wir haben ein Holiday-Pack, das habe ich gerade bekommen. Das kann man sich gratis abholen. Ich glaube, das geht noch 10 Tage. Mit heute, also heute ist der 10. Tag und dann noch 9 Tage sozusagen. Wir haben Bravo-Packs. Wir haben die ersten Bravo-Packs. Ich habe noch die Year 8 Bravo-Packs und wir gehen in die Alpha-Packs. Ich werde die Bravo-Packs erst nach den Alpha-Packs aufmachen. Ganz einfach, weil, wenn ich was aus dem Alpha-Pack ziehe, kann ich den Bravo-Pack nicht nochmal ziehen. Das ist immer so der Vorteil. Ich habe auch noch zwei Collection-Tickets. Müssen wir mal gucken, ob ich die einsetze. Da ich die bis jetzt actually gar nichts gefühlt habe. Die Dinger sind schon durch. Hier, Convert. Okay, wahrscheinlich, weil ich. Das ist wahrscheinlich ein Operator. Ja, guck mal. Guck mal, ich kriege ein Bravo-Pack, da ich schon alle Operator habe. Das heißt, wenn ihr noch nicht alle Operator haben solltet, startet Rainbow auf jeden Fall. Dann kriegt ihr. Ja, gut, cool. Jetzt bin ich hier wieder rausgeschmissen worden. Dann hat man ein Bravo-Pack mehr. 18. Jetzt habe ich hier 59. Hatte ich vorher. Ach, ich weiß es auch nicht. Wir gehen auf jeden Fall einfach rein in die Alpha-Packs. Und ich erzähle natürlich so ein bisschen darüber, was heute bei mir so auf dem Plan steht. Die hatte ich noch nicht. Ist die. Okay, wild. Bin ehrlich, ich habe auch keinen Überblick mehr bei den Skins. Natürlich, Black Ice wäre natürlich, ist immer gut. Toy Tarnung, never mind. Toy Tarnung, ich wollte es gerade sagen, ist auch jedes Mal ein Banger. Ich muss sagen, die Toy Tarnung ist mit meiner Lieblingstarnung. Für die Pistolen, wohlgemerkt. Ich glaube, die gibt es auch gar nicht für Sturmgewehre, die gibt es nur für die Pistolen. Die finde ich super cool. Und ich wollte gerade sagen, ich habe das Gefühl, die habe ich schon. Über die freue ich mich immer. Will ich sonst noch irgendwelche Tarnungen? Ich glaube, ich hätte gerne, legit, so komisch das jetzt klingt, ich hätte gerne die Attachment-Skins. Weil ich noch nicht alle Attachment-Skins habe. Dementsprechend würde ich gerne die Attachment-Skins haben. Darüber würde ich mich freuen. Ja, ich muss leider sagen, da ich leider das ein oder andere Mal schon Rainbow gespielt habe, werden jetzt hier viele kommen, den müsste ich noch nicht haben. Ah, never mind. Ich wollte gerade sagen, werden hier jetzt sehr viele kommen, wo ich sagen muss, die habe ich schon. Wundert mich, dass ich die ersten zwei Packs, die ich aufgemacht habe, dass ich die nicht hatte. Das ist. Also, gerade so die kommen Dinger, da werden so viele Duplicates dabei sein. Ich bin auch ehrlich, ich weiß überhaupt nicht, wie viele oder was, wann ich wie Duplicates habe. Guck mal, das ist zum Beispiel kein Duplikat, ne? Da freut man sich immer drüber. Ich muss ja sagen, ich bin ja so ein Sammler. Ich weiß nicht, die eventuell auch die anderen Pack-Openings von mir verfolgen. Ich sammle super gerne Skins. Ich habe gerne viel, muss ich dazu sagen. Egal, ob ich Skins cool finde oder nicht. Weil ich finde die Möglichkeit zu wechseln einfach immer cool. Das freut mich einfach, weißt du, wenn du so sagen kannst, ach, oh, guck mal hier, jetzt probiere ich das mal aus, jetzt probiere ich das mal aus, jetzt sieht das bunt aus. Ich fände es irgendwie lustig, wenn Rainbow noch hinzufügen würde, dass man ein sogenannt, also so ein Random Rotation reinmachen kann. Also zum Beispiel bei wird Kanada CA abgekürzt? Also es ist obviously die kanadische Flagge, aber ist CA dafür die richtige Abkürzung? Ich kann es euch nicht sagen. Nee, aber ich fände es cool, wenn. Oh, ein Bug-Chibi! Die sind auch cool. Die Dinger, über die freue ich mich auch. Ist einfach, dass nee, Valorant hat das, dass du deine Skins, die du geil findest, kannst du. Was ist das denn? Toy 2.0? Oh, ist das für die USG? Oh, ich glaube, dann habe ich eine neue Tarnung für Castle. Ich spiele Castle im Moment nämlich viel mit Shotgun und Pistole. Und dann für die. Okay, der ist cool. Der ist, sagen wir, faded, heißt er ja, das sieht aus wie Toy 2.0. Ich muss aber leider. Also, wo war ich? Nein? Bei Valorant. Kannst du mehrere Skins, die du geil findest, als Favoriten markieren? Und dann kannst du sagen, er soll random zwischen den Favoriten bitte wechseln. Das finde ich eine super coole Idee. Also wirklich, finde ich eine. Oh, lila? Ist kein Black Eyes. Ist auch eh ein Duplikat. Aber sieht eigentlich cool aus. Wenn es jetzt kein Duplikat gewesen wäre. Ich spiele nur nicht das LMG von Capitao. Dafür ist die Para einfach viel zu geil. Oh, nochmal Silber, nochmal Silber, nochmal Lila. Target, habe ich schon.
Oh, jetzt krieg ich wieder übelst viel Renown, was nichts Schlechtes ist. Oh, ein Chibi. Habe ich das schon? Nein. Oh, doch. Also irgendwie finde ich es cool, dass sie eine neue Animation haben, dass es ein Duplikat ist. Aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass es jetzt 30 Mal länger dauert, deswegen. Nee. Aber das fände ich noch cool, wenn die das bei Rainbow hinzufügen würden, dass du auch so ein entweder random Skin oder halt ein random. Dass du random Kombinationen festlegst. Also zum Beispiel Skin, Attachment Skin, Charm. Und dann sagst du einfach, hey, die Combo finde ich cool und was weiß ich, die Combo finde ich cool. Und immer, also einmal pro Game wird dann entschieden, welchen du rein theoretisch davon bekommen würdest. Das finde ich ziemlich cool. Das funktioniert natürlich bei Valorant leichter, weil bei Valorant musst du das einfach nur pro Waffe machen. Und bei Rainbow müsstest du es rein theoretisch pro Operator machen, weil jeder Operator natürlich andere Waffen hat. Ausnahmen bestätigt die Regel. Weißt du, und so ein Skin ist dann kein Duplikat. Aber ich muss auch sagen, ich habe keine Ahnung, wie regelmäßig Green und Gray Skins hinzugefügt werden. Es gab mal eine Zeit, da wusste ich, aus welcher Season. Grüße gehen raus an dieses. Wie heißen die? White Noise? Nee, die heißen nicht White Noise. Die heißen irgendwie. Guck mal, gefühlt sind die erst dieser Season, weil ich keinen bis jetzt davon hatte. Aber. Oh, nochmal Chibi, aber habe ich gerade schon. Hatte ich nicht gerade eben schon den Jäger-Chibi? Ich weiß es nicht. Also, wie ihr seht, es ist leider sehr unspektakulär. Oh, ein Headgear. Crimson heißt. Oh, guck mal, süß. Also, ein bisschen Pastell drin, das finde ich schön. Ich muss auch sagen, dass ich. Ich glaube, das größere Problem, was ich bei Rainbow gerade mit den Skins habe, ist, Grüße gehen raus an das hier, dass ich viele Common Skins, also in Anführungszeichen nennen wir es jetzt mal schlechte Skins, also grau bzw. grüne oder teilweise sogar blaue Rarity, wobei Toy Tarnung ist blau. Ich will hier nicht die Toy Tarnung schlecht reden, dass du super viel hast, wo ich mir denke, Digga, das ist sowas hier, ne? Cool. Es ist so langweilig. Wobei, das geht jetzt wieder, weil das Pattern halbwegs lustig ist. Aber anstatt das, weißt du zum Beispiel, dass viele sind ja gerade von den ersten Skins waren, wo du, genau, hier das Camouflage nimmst und einfach das Camouflage, eine andere Farbpalette auf das Camouflage knallst. Also wirklich. Ich will denen jetzt nicht die Arbeit aberkennen. Oh, ein Croissant. Oh, habe ich schon. ich will dir nicht die Arbeit aberkennen, aber bei vielen Skins denke ich mir, ey Digga, komm schon, das kannst du. Also das als Skin zu verkaufen, ist ja teilweise schon grenzwertig. Das erinnert mich so ein bisschen an League. So die ersten Skins waren genau das. Und mittlerweile haben sie erkannt, dass einfach nur eine andere Farbe kein Skin ist. Deswegen haben sie das als Chroma gemacht. Die deutlich billiger sind, die man deutlich einfacher kriegt. Und ich weiß nicht. Ich finde die Idee von Alpha Packs immer noch super. Gerade jetzt mit dem neuen Reputation System, wobei ich das neue Reputation System gar nicht so gut finde. Da wollte ich aber auch noch ein Video drüber machen. Aber ich muss sagen, guck mal, ja, cool, weißt du, sie hat halt, jetzt hat sie keine Mütze auf, so wie eben, sondern sie hat halt, Schreck hat sich einmal in ihrem Gesicht entladen. Super. Ja, also, weiß nicht, manche Skins finde ich einfach gerade, wie gesagt, die Common, Uncommon und Rare Skins. Ist Blau Rare? Ich weiß es gar nicht. Finde ich wirklich schwach. Also vom Design her. Das ist Geschmackssache, ne? Es gibt, wie gesagt, also es gibt auch bei mir Sachen, die ich absolut fühle. Die Toy-Tarnung ist eine meiner absoluten Lieblingstarnungen für Waffen. Deswegen finde ich die super cool. Aber es ist halt. Vieles ist dann doch eher relativ langweilig, muss ich sagen. So, aber genug gerantet über die Skins. Was passiert denn bei mir heute noch? Also wir haben ja Weihnachten, wir haben jetzt ganz entspannt gleich 2:30, wo ich das Video aufnehme. Ich werde das dann direkt schneiden und hochladen. Und wir haben gerade schon den Nachtisch gemacht, ich mit meiner Schwester. Meine Schwester und ich kochen heute für die Familie. Und dementsprechend, die sah ganz okay aus, die Tage. Dementsprechend heißt das, dass ich mache jetzt das Video. Dann, wie gesagt, schneide ich das, lade ich das hoch. Und danach gehe ich wieder runter in die Küche und dann wird weitergekocht. Wir haben so ein Drei-Gänge-Menü uns ausgesucht. Das ist so, wir bestellen mir sowas ähnliches wie HelloFresh oder halt bei uns regional auf dem Wochenmarkt. Und da gibt es dann, was ist das? Ich glaube, das erste ist so, ja, so Brot mit Chorizo-Rosenkohl.
angebraten zusammen. Das ist so, ja, ist so Bruschetta auf Special, in Anführungszeichen. Dann machen wir einen Schmorbraten mit Kartoffelpüree und Salat dazu. Und als Nachtisch, den haben wir jetzt schon gemacht, damit der ein bisschen kalt stehen kann im Kühlschrank, gibt es Schokomousse. Und dann gehen wir ganz entspannt, dann gehen wir sozusagen zur Oma mit dem Essen. Und dann wird ganz entspannt bei der Oma gegessen. Und danach ist Bescherung. Und Bescherung ist bei uns immer auch schön, aber halt relativ verhalten. Weil ich muss sagen, wir machen das immer so ein bisschen eigen. So, oh, guck mal, die hatte ich noch gar nicht, die Tarnung. Aber sieht, guck mal, die sieht okay aus. Das Problem ist, ich glaube, die Farben sind mir zu billig. Während die Farben irgendwie geiler designt, fände ich die Tarnung cool, ja. Nee, aber Bescherung ist bei uns immer, wir sind keine Familie, die groß mit Überraschungen arbeitet, sondern wir, guck mal, genau, auch genau hier das Gleiche. Wenn die Farben nicht so billig rüberkommen würden, du erkennst halt, dass es einfach kein guter Skin ist. Also guter Skin im Sinne von Rarity. Es ist, guck mal, irgendwie sind die, das kann man so cool designen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass bei diesen weniger raren Skins, die Farben so räudig sind, habe ich schon. Guck mal, ich bin gut. Eine Sache, die ich wusste. Nee. Aber dann ist bei uns Bescherung, ist bei uns immer so, wir sind jetzt keine Familie mit Überraschungen. Oh, was ist das denn? Slate, da steht Kablam. Okay, das ist lustig. Die ist cool. Die ist cool. Das heißt, wir sagen immer dem anderen, was wir uns wünschen. Das heißt, da gibt es nicht große Überraschungen. Natürlich gibt es auch so Kleinigkeiten dazu, ne? So, die dann extra sind. Aber meistens ist es dann so, wenn es heißt, hey, so, Papa, was wünschst du dir? Und dann sagt Papa, ja, das und das und das. Und dann besorge ich das halt, was Papa haben will. Oh, das erste Goldene, glaube ich. Und es ist auch wortwörtlich golden. Cool. Guck mal, das hat sich gelohnt, weil das kann man auch im Bravo-Pack ziehen. Das kann ich jetzt nicht mehr in einem Bravo-Pack ziehen. Das ist ja nice. Deswegen, das ist eigentlich so. Es geht mehr um das ganz klassische, dieses Beisammensein. Und die Tarnung finde ich cool. Die mag ich auch dafür, dass sie blau ist. Die finde ich auch interessant. Und dann wird halt Bescherung gemacht. Das heißt, jeder gibt sozusagen seine Präsentchen. Dann wird noch ein bisschen beisammen gechillt. Und dann meistens gehen wir dann wieder von der Oma weg, weil die Oma nicht so abends so lange macht. Und dann gucken meistens Mama, Papa, Caro und ich noch einen Film. Dabei wird sich dann das ein oder andere alkoholische Erfrischungsgetränk genehmigt. Wir haben uns heute dieses Mal für Gin entschieden. Heute gibt es Gin in verschiedenen Farben und Formen. Und dann ist eigentlich auch Feierabend. Also, dann ist auch ganz entspannt bei uns. Früher waren wir noch die anderen zwei Weihnachtsfeiertage immer bei Verwandten oder Bekannten, machen wir mittlerweile auch nicht mehr. Also, es ist cool, eventuell wird man mal eingeladen oder wird gefragt, hey, willst du nicht für Kaffee oder Kuchen dabei kommen? Aber sonst haben wir das wirklich immer fest und groß gemacht, so dass du dann auch Geschenke für die anderen besorgst. Machen wir bei uns jetzt gar nicht mehr. Schade, ich glaube, wenn die komplette Waffe so das Design vom Barrel hier wäre, dann fände ich die Waffe cool. Aber das hier unten gefällt mir nicht. Und dann ist das, dann war es das auch mit Weihnachten. Ich muss auch sagen, ich bin dieses Jahr überhaupt nicht in Weihnachtsstimmung. Ich weiß auch, also ich, je nachdem, wo ihr gerade seid in Deutschland, also bei mir, ich habe geschmeidige 12 Grad und es regnet einfach nur wie Scheiße die ganze Zeit. Also so gar kein Weihnachtsfeeling. Deswegen, ich habe also so eigentlich actually so gar kein Weihnachtsfeeling dieses Jahr. Nicht, dass ich mich nicht freue auf heute Abend, ne? Das wäre gelogen, aber es ist einfach. Weiß nicht. Oha, die ist weiß. Okay, habe ich schon. Also, dieses Jahr ist so. Meh. Meh. Ich weiß auch leider nicht warum. Also, es ist nicht so, dass, wie gesagt, dass ich mich nicht auf die Tage freue. Worauf ich mich aber freue. Und ich glaube, deswegen habe ich auch nicht so wirklich das Weihnachtsfeeling. Kollege von mir, der Philipp, der auch bei den Cookit-Videos dabei ist, der war ja in Kanada und ist jetzt über die Weihnachtsfeiertage wieder hier. Und dann haben wir gesagt, wir machen was mit den Jungs. Dave kann leider nicht. Das finde ich super schade. Schrot kann leider auch nicht. Der Idiot muss arbeiten. Aber Didi, Sven, Philipp und Leo, die können beide, alle. Und, also ich kann auch dementsprechend. Und dann gehen wir ins Phantasialand. Und da habe ich
super Bock drauf. Wir haben uns Karten fürs Phantasialand besorgt, jetzt zwischen den Jahren, zwischen den Festtagen. Warum sagt man eigentlich zwischen den Jahren? Nein, es ist zwischen Weihnachten und Silvester, also zwischen den Festtagen, gehen wir dann ins Phantasialand und ich habe da so Bock drauf. Erstens, weil alle Idioten mal wieder ordentlich zu sehen und mit denen den Tag zu verbringen, das ist natürlich auch super schön. Aber auch, weil ich ehrlich gesagt auch Bock aufs Phantasialand habe. So ist es nicht. Aber ich freue mich auch aufs Phantasialand. Gerade weil die haben eine Achterbahn, die ich noch nicht gefahren bin, die neue von denen. So, aber hier müsst ihr mir mal kurz helfen. Schiri, wie soll das designtechnisch klappen, dass diese Patronen, also dass die Trommel sich dreht? Also da hat doch irgendwer nicht aufgepasst. Also Schiri, what the fuck? Das sieht übelst kacke aus. Warum machen die da überhaupt die Patronen so hin? Ist mir noch nie aufgefallen. Ist das bei den Kratos-Skins alles so? Können wir gleich mal gucken. Oh. Ja, Neon-Dorn. Das ist. Heißt die aktuelle Season eigentlich so? Ich glaube nicht. Ui. Maui. Maui. Ja, doch, Maui. Nee. Auf jeden Fall, aber also darauf. Also mit darauf freue ich mich dann auch. Dann haben wir noch. In Köln gibt es eine Harry Potter Ausstellung. Ich meine im Odysseum. Und als das letzte Mal im Odysseum da war, waren wir auch da mit der Familie. Und das ist dieser Ölfilm Skin. Der ist auch cool. Den mag ich auch gerne. Der hat auch was. Und dann gehen wir da noch hin mit der Familie. Da freue ich mich auch drauf. Das war sozusagen unser Nikolausgeschenk. Also von meiner Schwester und mir haben wir das von unseren Eltern bekommen. Darauf freue ich mich auch. Also also ich muss ehrlich sagen, ich freue mich mehr auf die Tage nach Weihnachten und vor Silvester, weil da, also nee, was heißt spannendere Dinge, weil da ein bisschen mehr stattfindet, also Sachen, die ich auch selber super enjoye und auch cool finde. America, fuck yeah. Und deswegen, da freue ich mich dann tatsächlich. Oh, Black Eyes. Oh, habe ich noch nicht. Cool. Für die P9. Digga, wir hatten die alles plus eins. Wir hatten die alles. Allein hat die noch. Nö. Brauchen wir nicht. Das heißt, deswegen, aber ich glaube, gerade deswegen ist so ein bisschen das Weihnachtsfeeling von mir nicht, also bei mir nicht so da. Einfach weil ich mich mehr auf die Tage nach Weihnachten freue. Aber machst du nichts, so ist das mal. Und wir sind fast durch, glaube ich, mit den Alpha-Packs sind wir fast durch. Oh, Deutschland. Ja, Bundeswehr. Ist immer so lustig, wenn du dann. Oh, da kommt nochmal ein goldenes reingeschallert. Ah, guck mal, das ist der. Passend zur Waffentarnung. Okay, cool. Ich mag das ja, wenn Sachen Matching sind, ne? Weißt du, wenn du. Deswegen mag ich die Event-Pakete ganz gerne. Die Event-Skins, weil da ist so ein Thema hinter und die passen meistens zueinander. Deswegen, aber. Ui, boah, das ist trippy. Heilige Scheiße. Deep Freeze. Ah, guck mal, das ist die aktuelle Season. Da sehen wir mal, wie viele Skins immer dazukommen, die du nicht hast. Und wie viel du rein theoretisch. Also, ich habe ja schon nicht wenig Alpha-Packs gehabt. Wir waren ja fast 100. Plus die ganzen Bravo-Packs jetzt noch. Also, da kommt schon einiges zusammen. So. Zack. So, welche Bravo-Packs wollte ich zuerst öffnen? Keine Ahnung, wer die sind. Öffnen wir die zuerst. Ich weiß gar nicht. Also, das Coole ist, hier gibt es. Also, bei den Bravo-Packs, wenn ich richtig habe, gibt es keine Duplikate. Das ist ja schon mal ein Vorteil. Das heißt aber, Digga, also aber die Skins sind jetzt nicht gerade eine 10 von 10. Ach, guck mal, man muss manchmal. Jawoll, der Wischmopp, jawoll. Yes. Yes. Jetzt habe ich auch die Uniform zum Wischmopp. Ne? Weißt du, sowas finde ich dann cool. Die Skins sind cool. Headcrusher. Das hat so ein bisschen was vom Ghost Rider, oder? So möchte gern Ghost Rider finden. Ich kriege hier Vibes von. Ja, aber guck mal, die Tarnungen, also, weißt du, die dann im Alpha-Pack, im Bravo-Pack zu haben, wo die ja mega das Ding draus gemacht haben, Bravo-Packs sind jetzt viel krasser. Das sieht einfach nur weird aus. Weiß ich ja nicht. Weiß ich ja nicht. Ah, wir können aber gleich mal gucken, ob es noch Toy-Tarnungen gibt bei den Bravo-Packs, bei den Dingern. Weil über die Toy-Dinger würde ich mich legit freuen. Ja. Terminal Program. Okay, also die sind bis jetzt eine Enttäuschung. Digga, was interessiert mich das? Fucking Gon 6, Alter. Gon 6 ist auch so ein Ding, was ich persönlich nicht spiele. Malusi-Anhänger. Oh, was Gutes? Das was Gutes.
Unique Ability Skin. Stimmt, den sieht man ja nur, wenn das Schild ausgefahren ist. Equipped. Nice. Guck mal, über sowas können wir reden. Über sowas können wir in den Bravo Packs reden, gerade weil man so wenig kommt. Aber sowas hier, das kannst du mir auch in einem fucking Alpha Pack geben, Alter. Ja, perfekt. Back to back. Das, was ich sagen wollte. Oh, Black Eyes. Spiel die Waffe leider nicht. Ja, beziehungsweise ich spiele die Operator nicht. Sagen wir es so, die Waffe würde ich spielen. Wobei bei der Nomad, glaube ich, würde ich eher die AK spielen, weil die mir ein bisschen mehr liegt. Fallen Leaves. Aha. Ich erkenne da zwar, also ich verstehe, was es sein soll. Es soll so gefallene Blätter wie Herbstboden sein. Sieht aber trotzdem kacke aus. Da hätte man ja wenigstens. Da, ein Burger. Ein Kawaii-Burger. Die sind cool. Die sind süß. Die sind wirklich cool. Wobei ich finde. Ah, oh, guck mal, ein Kawaii-Onigiri. Der ist süß. Der ist putzig. Ich glaube, von den dreien, die wir jetzt hatten, wir hatten ja Burger, Croissant und das Ding. Ja, das ist Garbage. Egal, wir haben ja noch. Open now. Wir haben ja noch ein paar. Hallo. Oh. Seeker of Rewards. Was so ein Runenräuber. So Maya-mäßig, ne? Passt actually zum Headgear so ein bisschen. Ja, ist okay. Nehme ich. Das ist Bullshit. Also wirklich. Oh, lila, Black Eyes. Oh, die ist auch schön. Schön schwarz. Doch, die finde ich cool. Die war Clinita. Das ist, ja, ich, also keine Ahnung. Ich verstehe nicht. Ich dachte, Rambo will so seltene Sachen machen. Oh, die passt zu dem einen Headgear. Zu dem. Wie heißt das? Ich weiß, das Headgear heißt wahrscheinlich auch irgendwas mit Urban Graffiti oder so, aber ich meine das Headgear, wo sie die Kapuze anhat, die von innen so neon-türkis ist. Aha. Sniper-Coin, ja, das Ding von Glass. Wahrscheinlich aus dem, wo der da aus dem Elite-Animation, wenn er gewinnt. Wenn du MVP bist, wenn du das Ding, was er kaputt schießt. Das erinnert mich jetzt ein bisschen an Alien vs. Predator. Aber fühle ich gar nicht. Muss ich sagen. Aber das ist bestimmt auch Geschmackssache. Die ist cool. Die ist cool. Die sieht clean aus. Ich wollte gerade sagen, lass dich mal drehen. Hallo? What the fuck? Die ist okay, aber also jetzt kommt wieder irgendwas Wildes, ne? Es ist ein Attachment-Scan. Okay, ich war gerade voll verwirrt. Es ist ein Attachment-Scan. Okay, habe ich gesagt, Attachment-Scan nehme ich, damit ich die habe. Nehme ich. Ist akzeptiert. Ist gebucht. Gönnen wir uns. Oha. Das sieht ganz komisch aus. Das sieht ganz weird aus. Ja, langweilig, sein Vater. Ich glaube, ich gehe mit einer zu hohen Erwartung an die Bravo Packs. Oh, Attachment Skin. Nehme ich. Aber ich glaube trotzdem, dass ich mit einer zu hohen Erwartung an die an die Bravo Packs rangehe. Weil ich denke, da sind jetzt wirklich nur krasse Sachen drin. Die ist okay. Aber auch nicht lila. Ja, langweilig. Was ist das Loch an der Nase? Damit das da sitzt oder was? Weil atmen tust du dadurch nicht. Oh. Ja, nein, doch, Black Eyes, ne? Ja. Puh, nice. Black Eyes ist immer cool. Schade, dass der Griff nicht mit, also dass der Dixus hier vorne nicht mit geblackeist wurde. Aber ansonsten nehme ich. Ich weiß gar nicht, ob es gerade noch Waffen gibt, für die ich Black Eyes haben möchte. Black Eyes für die USG wäre cool. Ich glaube nämlich, das habe ich nicht. Also für die Pistole von Kessel, weil ich habe im Moment ein bisschen mehr Kessel gespielt. Und das ist eine schöne Farbe. Und dabei da haben wir jetzt diese Toll-Tarnung 2.0 für bekommen. Leaf-Litter-Kammer. Ja. Hier sind wenigstens Blätter drauf, weißt du? Hier erkennst du wenigstens die Blätter. Aber dann mach das doch auch hier drüber, mach das auch hier drüber, nicht nur da und da. Und dann ist so ein Bums lila. Ich könnte kotzen. Ja, irgendein Headgear. Velvet Shell. Schön.
Geil. Super hässlich. Eieiei. Oh, weißt du, 2015, als die ganzen Skins rauskamen oder so, keine Ahnung, wann die ersten Skins kamen, da hätte ich ja noch gesagt, ja, das ist okay. So diese Triple Helix oder was das gerade war. Aber mittlerweile weißt du ja, was ja möglich ist oder was Ubisoft alles für Skins gemacht hat. Dementsprechend würde ich auch sagen, also das ist... Okay. Wie sie sehen, sehen sie gar nichts. Charm, Battletank, keine Ahnung. Wahrscheinlich ein kleiner Panzer. Also würde mich wundern, wenn es was anderes ist. Ja, und cool. Ich weiß es nicht. Ich finde es cool, die Sachen zu haben. Ah, guck mal, ich habe sogar die Uniform an zu diesem Urban Graffiti-Ding. Da könnten wir ja eigentlich die Waffentarnung auch mal. Wobei, ich glaube, ich habe eine animierte Waffentarnung. Das ist ein Attachment-Skin, das ist auch okay. Aber warum Attachment-Skin? Nur für so Billo-Tarnungen. Also klar, wenn ich jetzt auch noch auf die Primärwaffe mache, ja, aber es gibt ja so geile Waffentarnungen für die Primärwaffen. Industrial mit dem Totenkopf, das würde zum Reaper-Skin von Capcom passen. Also du hast ja... Die finde ich cool, einfach weil sie halt wirklich mal so ein cooles Schwarz ist, mit Silberakzenten. Die ist cool. Nehme ich. Oh, oder wie heißen die? Die kann man immer noch im Shop kaufen. Ich glaube 3 Euro oder so kosten die. Dieses Emerald, Platin, Saphir. Guck mal, wow. Toll, kann ich da jetzt das Attachment-Skin zumachen? Du siehst die Waffe komplett so aus. Woo! Ja, nee, was ist kacke, das sieht einfach kacke aus. Noch ein Attachment-Skin nehme ich, aber auch wieder für die Billo-Tarnungen. Nächster Attachment-Skin für die Billo-Tarnungen. Gib mir doch mal irgendein Attachment-Skin, weißt du? In sowas geil. Nächster Attachment-Skin für die Billo-Tarnungen. Ich beschwere mich nicht, dass ich die Attachment-Skins kriege. Ich beschwere mich über das Aussehen der Attachment-Skins. Nur damit das hier nochmal klar gesagt ist. Ich will die ja haben. Ich habe ja gesagt, Attachment-Skins hätte ich gerne. Weißt du, so Tarnungen. Als das Spiel rauskam, waren die 10 von 10. Mittlerweile gibt es fucking animierte Tarnungen, die übelst geil sind. Ich muss sagen, ich finde die meisten von den animierten... Oh, Black Eyes. Black Eyes nehmen wir immer. Die meisten von den animierten Tarnungen finde ich wirklich super cool. Ich finde auch die aktuelle aus dem Battle Pass, die ist, glaube ich, für die Waffe von Legion, finde ich die auch super geil. Ich spiele die super gerne, die animierten Tarnungen. Ja, das ist dieses Schwarz mit dem Silber, das mochte ich ja ganz gerne. Das ändert sich hier auch nicht. Geil. Das ist lustig, okay? Weil das sieht halt so aus, als wenn die Waffe so aus Müll zusammengebaut wurde, ne? Recyceltes Material, hier hinten ein bisschen Pappe. Finde ich cool. Finde ich, das ist eine coole Idee. Weißt du, das ist ein Skin, der muss nicht geil aussehen im Sinne von, du denkst, wenn du drauf guckst, boah, wie hübsch ist der. Sondern das ist ein Skin, der ist geil, einfach weil er ein anderes Thema hat, weil er aus der Waffe etwas anderes macht. Deswegen finde ich diese animated Skins super cool. Ich muss auch sagen, es gibt auch im aktuellen Battle Pass, glaube ich, ist das. Können wir gleich mal drauf gehen. Gibt es nämlich eine Tarnung von Twitch, ist das? Die ist von Twitch. Die ist auch ein Banger. Einfach, weil sie die komplette Waffe ändert. Und das finde ich so cool, weil daraus wird halt was anderes. Ja, das ist das Headgear dazu. Sieht zwar ein bisschen weird aus mit dem, sieht eher so noch BDSM aus mit dem Panzertape. Ich glaube, das tut auch ziemlich weh, das danach abzumachen. Warum kann ich den nicht selber drehen? Ah, jetzt hat es geklappt. Aber den Helm finde ich cool, weißt du, so aus Pappe. Das ist lustig. Es sieht nicht geil aus, sondern es ist lustig. Und ich finde, gerade das ist das, was ich gerne habe bei Skins. So, das hier ist langweilig sein Vater. So, was haben wir hier? Aha, Attachment Skin ohne Attachments. Cool. Super Rainbow. Guck mal. Seht ihr die Attachments? Seht ihr sie, wie cool sie aussehen? Was für ein Bullshit ist das? Oh, Black Eyes? Oh, schade. Ja, ist dieses Terminal Program, schwarz mit Silber. Ich mag die Frisur dazu zwar nicht. Das ist Thorn. Oh, jetzt aber Back-to-Back, Alter. Oh, Bundeswehr. Bundeswehr ist eine coole
Reihe. Wobei ich muss sagen, ich mag Leder heißen die anderen, glaube ich, für die deutschen Operator. Oder für die Waffen der Deutschen. Jo. Das ist ein Keyboard. Keyboard, Gitarre, cool. Also bei manchen Sachen denkst du dir wirklich, what the heck. Der sieht auch cool aus. Der sieht auch schön aus. Der ist cool. Und der auch nicht, der hat auch nicht krasse Farben. Da leuchtet auch nichts. Da ist nichts alles übertrieben bunt, sondern es ist einfach, es passt clean zusammen. Und ich verstehe nicht, warum die das bei so vielen Skins nicht machen. So, Grüße gehen raus an was auch immer das hier ist. Ja, das ist okay. Es fällt halt nicht auf bei Nook. Bei Nook fällt es nicht wirklich aus. Auf. So, hier. Weißt du, das ist irgendein Pattern, was es gibt. Es wurde da drauf geklatscht. So, ja, guten Morgen. Digga, es gibt für die MPX gibt's einen animierten Skin. Es gibt so viele Skins mittlerweile. Ich muss gerne. Und du kriegst immer nur sowas. Ah ja, Black Eyes. Oh, für die SMG12. Hm, nett. Nett, nett, nett. Also, der sieht cool aus. Ist so ein Ash-Symbol, aber so in 3D. Das ist cool. Das würde ich auch als Schlüsselanhänger nehmen. Beziehungsweise dann von anderen Operator. Ah, wieder eine Attachment-Skin, Jungs. Ne? Man sieht's. Geile Scheiße, Alter. Das Spiel ist erst gestern rausgekommen, deswegen so Bugs passieren. Geil. Was ist anders? Die Kopfhörer haben ein anderes Muster. Da, also, like the fuck, das kannst du doch nicht als Skin verkaufen. Egal, ob es, selbst wenn es kommen wäre, selbst wenn es gratis wäre, wäre das scheiße. Aber, naja. Ne? Beschweren ist immer einfach, bin ich ja ehrlich. Aber trotzdem denkt man sich manchmal, oh. Air Raid. Ja, ist cool. Doch, die ist schön, die gefällt mir. Ich habe aber die animierte Tarnung. Die finde ich cooler, weil sich da diese Räder drinnen drehen. Der ist witzig. Okay, der ist einfach nur witzig. What the fuck is going on? Okay, nehme ich. Der ist cool. Den finde ich lustig. Und, oh, letztes ist immer nochmal lila und nochmal Black. Ah, schade. Aber auch cool. Die ist auch cool. Weißt du, sieht einfach gut aus. So, was wir aber machen können. Ich habe noch Bravo-Tickets. Wir können rein theoretisch in die Collection rein. Ah ja, guck mal. Ah ne, guck mal. Dann ist wahrscheinlich Urban Graffiti ist das Set dazu. Das meine ich aber gar nicht. Welches meine ich denn? Attackers. P-Banner. Ah, warte. Ich glaube, ich habe gerade das andere Headgear. Ich meine das hier. Das. Da, mit diesem Neon-Türkisen und Pinken. Das meine ich als Headgear. Okay. Ist aber anscheinend gar nicht das, was dazugehört. Ja, ist ja gut zu wissen. Machen wir so, geht schneller. So, und dann noch, ja. 19% auf dem Alpha-Pack. Ich würde aber mal gerne hier in die Collection gucken. Also, Headgears bin ich, glaube ich, bei so gut wie allem Headgears bin ich raus. Das erinnert mich übelst an Star Wars, deswegen finde ich es, ist so das Einzige, was ich cool finde. Ja, über die Headgears müssen wir alle nicht reden. Uniform. Haben wir eine coole Uniform? Ich meine nicht. Wir haben dieses schwarz-silberne. Die Tarnung finde ich cool. So nach dem Motto, weil halt Ella da drauf gemalt hat, aber die habe ich halt schon. Das ist die Waffentarnung mit Urban Graffiti, die ich meinte. Ne, die haben wir gerade bekommen. Deswegen meinte ich die. Die finde ich auch schön, die habe ich aber schon. Eigentlich wären so die Black Eyes Skins so ein bisschen das Interessante, aber da habe ich eigentlich. Ah, guck mal hier. Ja, das ist für die Shotgun der Franzosen. Die brauche ich eigentlich nicht. Was haben wir noch so im Black Eyes? Maestro spiele ich auch Gornik. Die Bearing 9, hin und wieder, aber auch nicht so, dass ich sagen würde, dafür muss ich mein Black Eyes ausgeben. Kommando für Mozzie, das wäre natürlich cool. Ella spiele ich gar nicht. Gridlock, ja. Für das Ding von Kali und Clash. Ich würde es gern für die Pistole haben, für die USG, aber gibt es nicht. Ja, guck mal, Attachment-Skin. Es gibt nur noch diese hässlichen Attachment-Skins. Ah. Ah, ich dachte gerade schon. Aber wie viele es davon jetzt gibt. Heilige Kacke. Und sie sehen alle doof aus. Nichts davon, würde ich sagen, ist krass. Also es ist eventuell krass, wenn du das mit der Tarnung, die das, also mit der Dahlia-Tarnung kombinierst, dann können wir darüber reden, aber ansonsten ist das doch Bullshit. Ja, die Charms auch eher
Langweilig. Ja, ich behalte mal die Tickets. Eventuell irgendwann kann ich sie verwetten, aber im Moment ist da definitiv nichts, wo ich sage, das muss ich mir geben. Ja, das heißt, das soll es gewesen sein. Ich hoffe natürlich, euch hat es gefallen. Ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen. Ich wünsche euch, wie schon am Anfang gesagt, allen frohe Weihnachten, ein schönes Fest. Verbringt die Zeit so, dass ihr es genießt. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Und ich hoffe, ihr kommt gut ins neue Jahr. Wobei, ja, wahrscheinlich kommt noch ein Silvestervideo. Ich glaube, ich gehe davon aus, dass ein Silvestervideo kommt. Aber falls ihr das nicht sehen solltet, schöne Feiertage, guten Rutsch und bleibt vor allen Dingen gesund. Das war's von mir. Haut da rein.